Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Test Strikers Edge. Ja. Strikers Edge! Wenn man schaut sich erstmal die Haupt herunter, haben wir Französisch, Deutsch, haben wir sogar, okay. Steuern über Vibration ein. Ich benutze ein Keyboard. Nur kann ich sagen, ja, machen wir Kampagne mal. Neu. Okay, können wir Kämpfer auswählen? Boah. Heroisch. Magier, Ninja, nehmen wir Ninja, oder? Normal, so. So, ich habe keine Ahnung. Vor hunderte von Jahren wütet hoch oben zwischen den Sternen den Knaus und Krieg der Götter. Das Blut der Götter fiel auf Gea herab und kristallisierte. Die Kristalle waren die meiste Zeit inaktiv. Entschuldige. So. Sofern sie nicht von besonderen Individuellen aktiviert wurden, die Gemeinsamkeit mit den Göttern der Blutigen, was Bluteten zeigten. Sie waren die Gefäße für das Blut der Götter und verfügten über erstaunliche Fähigkeiten. Die anderen, die alles andere als menschlich waren. Das Blut verdarb jedoch auch ihre Seele und stellt ihre eigene Persönlichkeitsstärke vor. Das sind ihre Geschichten. Okay. Haro fiel eine verbotene, Haro fiel eine verbotene Liebe zum Opfer, als er sich auf der Schutz befohlen des Shogun Akio einließ. Als sein Geheimnis ans Licht kam, war der Schande schon fast beängstigend. Leider galt der Suizid als ehrlos, so dass er sein Leben zwischen Ehren und Schmach fortführen musste. Nicht gewillt, seiner Familie noch weiter Schande zu bereiten, ließ er seine Heimat hinter sich und streift durch die Welt. Er hat das Gefühl, dass ihm seine Reise insgeheim an ein bestimmtes Ziel führen wollte. Schließlich stieß er auf den Geist der Schande, der ein Kristall mit Blut der Götter innewohnte. Der Geist erzählt ihm von einem Wesen mit einer unglaublichen Macht, das unter dem Berg der Himmelsträumen schlummerte. Ein Wesen, das ihn töten würde, ganz egal, wie geschickt er auch sein mochte. Der Ninja akzeptierte den Geist als Teil seiner Buße und brach auf, um letzte Schlacht zu ziehen und die Welt ehrenvoll verlassen zu können. Okay. Obwohl er ein mächtiger Krieger war, tat Haro jedem mit Vorsicht entgegen. Zudem empfand er es als beängstigend, sich alleine in ein unbekanntes Land zurechtzufinden zu müssen. Okay. Zu allem Übel kreuzte im Dorf des geweihten Baums ein Barbarenkrieger seinen Weg. Seid ihr der verborgene Krieger? Wer bietet diese Auskunft? Man nennt mich Urgül und ich werde euer Tod sein. Stellt euch mir, heimtückischer Feigling. Euch gelüstet es, meine Ehren zu besudeln, Barbar. Doch das wird euch nicht gelingen. Okay. Aha. Ah, cool. Wow, schreit laut. Oh, verdammt. Oh, oh, oh. Ich nicht treffe, ey. Endlich! Boah, ey. Ich habe nicht so Glück. Aber jetzt stehen dann hier nicht so wirklich. Boah. What? Das sagen wir, habe ich nicht getroffen, oder? Aber jetzt wahrscheinlich gleich. Ja.
Nein! Ich hatte Shift-Taste versucht. Was? Ah, ach so, ich dachte ungültig sich. Ihr seid nicht stark genug. 3, 2, 1, Strike! Das ist ein Dodge. Ich teste die Steuerung aus, irgendwie, ich check das gar nicht. Oh, okay. Game. Ja, okay, vorfahren. Boah, das ist ein echtes Brett, diese Steuerung, ey. Ah ja. Sie verfolgen Krieg und wir hauen die jetzt auf die Fresse. Special. Strike. What? Headshot. Headshot. Ah, okay. Okay. Warte. Jetzt aber, oder? Nein, der weicht aus. Yes. Ein Sieg mal. Okay, mit dem Special Attack sieht es bis zum Ende. Ja. Okay. Strike. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Verdammt. Na komm schon. Mann. Warte, abgeblockt? Echt? Verarschen. So, was getan. Oh, jetzt. Und? Nein! Yes, getroffen. Eure Stärke war bewundernswert, doch ein Krieger wird nicht nur anhand seiner Stärke, sondern auch anhand seiner Gerissenheit. Ja. Jetzt habe ich ihn auch gekriegt. Naja, egal. Entschuldigung. Boah, okay. Haru wurde nur weniger Zeit gegeben, um sich vor seinem Wund zu holen. In der Nacht rissen ihn Schreie aus dem Schlaf. In nur wenigen Sekunden streckte er in Kampfverstellung. Das Dorf wurde angegriffen. Er rannte nach draußen und sah ein junges Mädchen, das Pfeile mit ihrem Bogen verschoss. Neben ihr stand ein gerinnender Kobold, ein Bär von einem Mann, mit zwei Äxtenstamm vor ihr, kampfesbreit. Um die Unschuldigen vor Schlimmerem bewahren zu können, schoss Haru sich den Mann im Kampf an. Okay, das nächste Duell. Aha, okay. Zieh ab, Bogenschützin, hier ist unschuldige zu. Okay, wie ist das? Krieg mal hier durch, okay. Ja, zuerst sind wir bei mir, okay. 3, 2, 1, Strike!
Was? Der für ein Power-Schuss, ey. Okay, oh. Ja, wollte ich sagen. Der trifft auch gut, ey. Also meistens so machst du eigentlich, dass der Roller uns ab und zu trifft. Oh nee, da stand noch im Weg. Oh, wie der mich immer trifft, ey. Ich hab geblockt hat. Okay, wir haben keine Verteidigung mehr. Getroffen. Okay, getroffen. Volltreffer. Boah, das ist ausgewichen. Boah, ich so schnell komme gar weg. Scheiße. Weg. Das ist knapp, ey. Das überlebe. Okay. Nein! Oh, ich bin nicht tot. Jetzt kommt einfach, wer zuerst trifft. Nein, der lebt immer noch. Jetzt auch nicht mehr. Nein! Boah, so war der Stein im Weg. Okay, ich bin oben. Und trifft ihn? Nein! Nein, hab ich getroffen! Hab mich getroffen! Boah, wie fies! Der hat gewonnen jetzt! Oh Mann! Weil war der klinisch tot! Das sieht man schon mal, mein Typ wieder nichts kann. Ja, natürlich die Tourset, man sieht's. Oh. What? Ja, getroffen. Okay. Oh Mann. Es ist aber gar nicht so einfach, da zu treffen noch. Wo ist die vermutlichen Bewegung des Gegners auch noch mit einberechnen.
Headshot! Headshot! Hä? Was ich glaube, ich muss den Wechsel machen hier. Ah, ich habe ihn getroffen. Oh. Auf dem Weg. Oh nee, ich will nicht richtig drauf. Okay. Okay, 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 okay. Sehr gut. Bin ich getroffen? Okay. Was ist denn, wenn er meinen Kollegen umbringt? Wahrscheinlich habe ich es auch verloren. Okay. Er ist gleich Mause. Headshot. Und Jess. Ta. Round. 3. Euer Weg endet hier. 3, 2, 1, Strike. Man muss echt ein bisschen vorziehen die ganze Zeit. Man muss eben ein bisschen überlegen, wohin der Gegner wohin läuft. Entsprechend dann schlagen und angreifen. So. Verdammt. Genau. Mit der Zeit hat man so im Griff und dann trifft man viel besser. Genau. Blockt hat er. What? Ich bin irgendwie ausgepustet. Wow, wie mich jetzt gerade so kurz ineinander mehrmals getroffen hat. Wow! Ja, ich sag mal so, man muss da sicher echt ein bisschen reinfuchsen ins Spiel, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Oh, okay. Ja gut, ich würde sagen, wir schauen hier auf Tobi, die jetzt spielen hier, vor alleine. Okay, ich habe beendet, kriegst hier gar nichts mehr. Okay, gut, ich würde dann sagen, das war das letzte Test von Strike Age. Ich bedanke mich noch, Moment, dass ich das auch hinzugefügt habe, beim Publisher Playdius Plug-in Digital, ja, für Spiel. Das Spiel kam gestern raus, wo ich das aufnehme, also eigentlich am 30. Januar.
Ja, und somit danke ich für den bis zum nächsten Let's Test. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gefunden habt, ob ihr sowas spielen würdet oder nicht. Würde mich noch interessieren. Und dann bis zum nächsten Let's Test. Bis dann, bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.